So, hallo lieber Wassermann, du bist die letzte Legung für heute. Ich freue mich, dass du hier bist. Es sind natürlich auch alle Wassermann, Aszendent, Mond und Venuszeichen willkommen, sowie auch Crosswatcher. Wenn ihr für jemand anderes guckt, seid ihr natürlich auch alle ganz, ganz herzlich willkommen. Wir gucken heute für März 2022, wie es da in der Liebe für euch aussehen wird. Und ihr wisst, es kann nicht immer resonieren. Nehmt das, was mit euch resoniert. Und guckt euch ansonsten noch ein Reading zu eurem Mond, Aszendent und Venuszeichen an. Und ja, dann würde ich sagen, let's get started, lieber Wassermann. Okay. Als allererstes hier sehe ich, dass euch ein Angebot gemacht wird von irgendwoher, ihr aber so konzentriert auf etwas anderes gerade seid, dass ihr das gar nicht sehen könnt. Ihr seid so konzentriert auf etwas anderes. Oh Gott. Euch was versteckt, dass ihr das gar nicht sehen könnt. Gerechtigkeit. Okay, ihr sagt, ich bin beschäftigt damit, mein Leben in den Griff zu kriegen. Ich bin beschäftigt damit, einen Ausgleich in meinem Leben zu schaffen, lieber Wassermann. Bäm. Und dann kommt's. Ihr könnt euch nicht wehren. Das Ding, was euch hier hingehalten wird, dieser Kelch. Ihr sagt so, nee, ich bin gerade mein Leben am Ausbalancieren, lasst mich alle in Ruhe. Es wird hier jetzt erstmal ausbalanciert. Dann kommt hier ganz, ganz, ganz schnell plötzlich was, mit dem ihr nicht rechnet. Also Achterstäbe. Kann auch Liebe auf den ersten Blick sein, kann wirklich so ein Bäm-Moment sein, wo ihr einfach so seid, so hey, what did just happen? Was ist gerade passiert? Ich habe jetzt gerade gar nicht damit gerechnet. Ich habe wirklich null damit gerechnet. Aber das ist es ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Ja, und ihr reagiert wahrscheinlich erstmal mit Abwehr. Ihr seid erstmal so, wow, stopp, was passiert da gerade? Was bist du? Wer bist du? Ich kann nicht mehr, Wassermann. Ich kann nicht mehr. Hab schon Tränen in den Augen, hey. So viel gelacht schon. Ja, das ist euch im ersten Moment ist euch das zu viel. Im ersten Moment ist euch das zu viel. Ihr sagt so, hey, ich bin erst bei 7 der Stäbe. Warum kommst du damit 8 der Stäbe? Also ihr seid auf eurem Weg, auf eurem Entwicklungsweg. Ihr seid da was am Ausgleichen. Ihr habt euch entschieden, an euch selbst zu arbeiten. Ihr habt euch entschieden, an euren Projekten zu arbeiten, einen Ausgleich in euer Leben zu bringen, unabhängig vom Außen. Und genau dann kommt was. Was soll das? Was soll das jetzt? Ich spüre richtig, wie ihr euch so dagegen wehrt. Ja, Kampf. Fünf der Schwerter. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich kämpfe jetzt. Ich will das jetzt gerade nicht haben. Werdet ihr wohl den Kampf gewinnen, Wassermann? Das werden wir jetzt gleich sehen. Das werden wir jetzt gleich sehen, was da im März für euch noch passiert. Mäßigkeit. Wassermann, ich glaube, es geht für dich darum, im März zu sehen, dass alles möglich ist. Es ist alles möglich, auch wenn da ein Mensch plötzlich in dein Leben tritt, ganz unerwartet. Es ist trotzdem möglich, dich auf dich selbst zu fokussieren, Grenzen zu setzen bei diesen Menschen und zu sagen, hey, mein Fokus liegt gerade auf mir, auf meiner Arbeit, was auch immer. Und dieser Mensch kann trotzdem in deinem Leben sein, okay? Du musst dich nicht komplett diesen Menschen hingeben, du musst dich nicht komplett deiner Arbeit hingeben. Du bist Wassermann, du hast sowieso gerne die Abwechslung, du bist sowieso nicht gerne immer am selben Ort. Von daher versuch das zu genießen, versuch das trotzdem anzunehmen, weil wenn du das hier mäßigen kannst, all deine Lebensbereiche, dann wirst du sowieso die komplette Erfüllung erfahren und Heilung ist auch eine Heilungskarte. Also ich sehe hier ganz, ganz stark, wenn du das alles zulassen kannst, was hier kommt. Aber dennoch Grenzen setzt, wo es nötig ist, dann wirst du deine Erfüllung erfahren, Wassermann. Wirklich. Dann wird es dir wirklich gut gehen im März. Das fühle ich hier ganz, ganz stark. Aber hab nicht das Gefühl, dass du das eine aufgeben musst, damit du das andere kriegen kannst. Du kannst alles haben, wirklich. Wir nehmen jetzt noch eine Engel der Liebe-Karte für Wassermann im März. Eine Engel der Liebe-Karte. Metropo, Mamma mia. Wirklich. Ihr sagt so, I want it all. Ich will alle Engel der Liebe. Ich will alle. Ja, ihr könnt auch alles haben. Das war vielleicht auch gerade nochmal eine Bestätigung, ein Zeichen. Ihr könnt wirklich alles haben, wenn ihr wollt.
So, bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Positives Denken und Vertrauen werden dir Glück in der Liebe bringen. Bleibe optimistisch in Bezug auf dein Liebesleben. Also, lass es dir nicht entgehen. Lass dir dein Liebesleben, lass dir diese Person nicht entgehen, nur weil du gerade konzentriert bist auf was anderes. Und lass dir das andere nicht entgehen, deine berufliche Situation, das an dir selber arbeiten, nur weil gerade wieder eine Person in dein Leben kommt, okay? Also du kannst hier einen Ausgleich schaffen mit der Mäßigkeit auch. Und das ist auch wichtig, diesen Ausgleich zu schaffen. Du brauchst dich hier nicht entscheiden, entweder oder. Dann, lieber Wassermann, noch eine Krafttierkarte für dich. Welches Krafttier wird dich im März begleiten? Ja, Mann, das passt so gut. Das passt so gut. Affe, Wendigkeit. Wendigkeit. Ihr könnt euch immer wieder wenden. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Sei kreativ und flexibel. Sei flexibel. Sei flexibel. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt nicht nur, jemand hat gesagt, so und so muss man das tun und dann müssen es alle so tun. Jeder hat seine Möglichkeiten und du, Wassermann, bist sowieso teilweise sehr unkonventionell und du machst es gerne auf deine eigene Art und Weise. Dann mach es auf deine eigene Art und Weise. Du musst nicht auf etwas verzichten oder etwas tun, nur weil andere es tun, okay? Du darfst davon loslassen. Do your own thing, okay? Wir gucken jetzt hier mal mit dem Animal Spirits Tarot. Wir gucken mit dem Animal Spirit noch, was hier bei euch so einschlägt wie ein Blitz. Was ist das für eine Person, die hier in euer Leben tritt und einschlägt wie ein Blitz, lieber Wassermann? Kann sich um ein Feuerzeichen handeln? Spannend! Bei wem hatte ich das auch schon? Bei irgendeinem anderen Zeichen, bitte schreibt es mir unten in die Kommentare, wenn ihr die anderen Videos auch angeguckt habt, habe ich die genau gleiche Message durchgekommen, aber mit einer ganz anderen Karte. Und zwar habe ich hier, es kann sich um ein Feuerzeichen handeln, denn es ist das Element Feuer, aber ich habe hier einen Skorpion drauf, was eigentlich ein Wasserzeichen ist. Also kann sich um Löwe, Schütze, Widder handeln, aber auch um Skorpion. Muss aber alles nicht sein, kann auch einfach diese Eigenschaften haben, dieser Mensch. Witzig, ich hatte eine ganz andere Karte und hatte genau diese vier Zeichen interpretiert. Ja, lieber Wassermann, es wird sich hier wahrscheinlich um jemanden handeln, der sehr genau weiß, was er will, Feuerzeichen, sehr selbstbestimmt ist, Power auch hat, sehr viele Interessen auch, das wird wahrscheinlich auch euch sehr gut gefallen, weil ihr auch sehr viele Interessen habt, wird aber vielleicht auch teilweise etwas, wenn er diese Themen nicht geheilt hat, besitzergreifend sein können und ein bisschen ein Control-Freak hier mit dem Skorpion. Aber das dürft ihr euch gerne mal ansehen. Lasst es mal wirken. Vielleicht passt es nicht. Und dann war es das heute mit der Legung für euch, liebe Wassermänner und Wassermann-Placements. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Lasst gerne einen Kommentar und ein Like da und gerne auch ein Abo, wenn euch mein Stil gefällt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.